Ja, wenn die Jugend sowas lieber sehen will, dass man so Handpüppchen und der schiebt. Shit. Hallo Freunde. Beginnen wir mal mit den ernsthaften Sachen. Also, wir wollen zu Silvester alle Spaß haben. Hier nochmal eine kleine Empfehlung von mir. Wer kennt das gute Stück? Sogenannte Norris Twinny. Steht auch ganz groß drauf, ne? Ich nerve euch gar nicht mit irgendwelchen technischen Details wie 19 mm Länge, genau, oder PTB-Nummer, Nummer 875, interessiert keine Sau. So, kommen wir mal zum spaßigen Teil. Griffschalen, wieder mal von mir selber veredelt und selber angefertigt. Auch wieder mal Nussbaum, wunderbar. Die Schraube wird natürlich noch durch eine schönere ersetzt. Hier war auch bloß ein hässliches schwarzes Plaste drin. Sieht nicht wirklich gut aus, weil der Ding, wie soll ich mal so sagen, ist weitläufig mit einer Waffe verwandt, die es auch im Wilden Westen früher gab. Also ich habe gerne, wenn schon eine Schreckschusspistole, möglichst nach einem weitläufigen Vorbild. Deswegen schön mit Holz und so, wichtig. Das Ding, wie soll ich sagen, führen wir erstmal vor. Zack, hier klappst du auf, ne? Dann kannst du das Ding aufschwenken. Sogenannte Kipplaufpistole, würde ich jetzt mal so sagen. So, da hast du hier deine schönen 9mm Kartuschen. No. Steckst zwei hier rein. Zack. Nummer 1, Nummer 2. Zugeklappt. Das Ding wird zurückgeschnappt. Fest, ne? Also ein bisschen Spiel ist da. Das war aber bei den Vorbildern früher auch nicht anders. Das ist übrigens bei allen Waffen ein kleines Problem, was mit so einem Kipplaufmechanismus funktioniert. Bisschen schlabberig. So, also das muss jetzt nicht am Schreckschusswaffenhersteller liegen. So, naja, jetzt kannst du zweimal feuern, zweimal schießen. Der Schlagbolzen wandert automatisch beim Feuern oberer Lauf, unterer Lauf, immer im Wechsel. Dummerweise weiß man nie ganz genau, welcher Lauf nur dran ist. Ne? Hier vorne kannst du jedenfalls noch hier schön Abschussbecher aufschrauben. Zwei Stück. Sieht man es richtig gut? Schön. So, naja, und dann gibt es so eine putzigen kleinen, das ist jetzt hier, wo es ein Leuchtstern, habe jetzt gerade nichts anderes da. Wird geliefert in solchen Röhrchen hier. Das ist auch das günstigste, was du überhaupt in den Himmel schießen kannst. Raketen sind etwas teurer. Naja, hier oben rein, zweimal schießen, zack. Naja, entladen natürlich dann wieder. Also, ich mache das jetzt hier mal ab. Sieht doch immer ein bisschen komisch aus an so einer Waffe. Machst du wieder schön auf. Und natürlich klemmt dann ein bisschen die Hülse. Die ist ja vorne aufgepilzt. Da hast du hier so einen kleinen Ausstoßer dran. Zack. No? Und dann schiebt man die Hülsen so raus. Zack. Also mit diesem kleinen Schieber hier. No? Ist also ein schönes Gimmick. Man muss ja nicht rumpuppeln, die Kugel rausfummeln, also die Patrone rausfummeln. So. Das ist mir früher auch gar nicht aufgefallen, dass die vorne mit so einem kleinen Wachsfropfen versiegelt sind. Das ist jetzt hier die Schwarzpulver-Variante. Hier ist irgendwo drauf. Schwarzpulver, genau. Ich glaube, das ist deswegen, weil die Schwarzpulver ist ein bisschen feuchtigkeitsempfindlich. So. Naja, jedenfalls kannst du mit dem Teil viel Spaß haben. Das habe ich auch schon ganz paar Jahre, bestimmt, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so. Und keinerlei Störungen beim Abfeuern. Ladehemmung, all sowas, was man, oder Hülsenklemmer, also ein Quatsch, was du mit einer Pistole hast. Das Ding ist so simpel, da kann nicht viel stören und kaputt gehen dran. Also für Silvester und Spaß haben, würde ich immer auf eine einfache Konstruktion zurückgreifen. Die passt in die Jackentasche, kannst also auch mal irgendwo mit hinnehmen, wobei das ja auch nicht erlaubt ist so richtig. Nicht so eine Riesenknarre hier, die man nirgendwo verstecken kann. Die auch jeder gleich sieht. 9mm ist ziemlich laut. Es knallt ziemlich. Also ich arbeite inzwischen mit Gehörschutz zu Silvester. Ich mag das nicht mehr. Deswegen schieße ich auch lieber mit 6mm Waffen. Was gibt es noch dazu zu sagen? Verchromt schön. Das stimmt schon. Aber hier unten, hier blüht's. Also das war ziemlich schnell nach dem Kauf da. Also der Rest ist hier Dreck. Diese Stelle hier unten, ich weiß nicht, wo die gekommen ist.
Die wird auch ganz leicht etwas größer über die Jahre. Das hier ist ein Beschussstempel. Das ist kein Fehler, aber das war ein großer Fehler im Chrom. Da habe ich mich mächtig geärgert. Aber ich hatte sie einmal. Bei mir werden die auch benutzt. Liegen nicht in der Vitrine und müssen nicht geschniegelt aussehen. Also die können dann auch Gebrauchsspuren kriegen über die Jahre. Hier oben ist auch so eine Stelle drin, seltsamerweise. Hier blüht ein bisschen der Chrom runter. Kannst du mal ranspulen? Sieht man's? Das hat mich mächtig geärgert, muss ich zugeben. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, von wem das Teil war. Röhm? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls, wunderbare Sache.